Joho Leute, es geht weiter mit Cave Story. Nein, ernsthaft, kleiner Scherz am Rande. Ich spiele nicht Cave Story, ich spiele Shantae. Und zwar ist das ein Spiel für den guten alten Game Boy Color. Und das ist wirklich eine versteckte Perle oder eine vergessene Perle, denn so gut wie niemand hat dieses Spiel gespielt. Es ist ein Jump'n'Run. Und das Problem ist, es hat zwar richtig gute Wertungen erhalten von der Fachpresse. Es ist aber leider erst, ja, erschienen ein Jahr, nachdem der Game Boy Advance erschienen ist. Und wenn der Game Boy Advance schon ein Jahr draußen war, wer hat sich da noch Game Boy Color Spiele geholt? Eben. Und ja, ich habe Shantae selbst auch noch nicht gespielt. Das heißt, es wird ein komplett blinder Run und ich freue mich schon drauf, mal hier etwas blind Let's Play, zu Let's Playen. Ich habe mich nur kurz über die Hintergrundstory informiert. Und zwar gibt es in einem Land, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, Senquin oder so, Selquin, ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Auf jeden Fall gab es da mal Wächter-Genies. Und diese Wächter-Genies, die haben dafür gesorgt, dass Kriege beendet wurden und eine relativ lange Zeit des Friedens eingeführt wurde. Und in dieser Zeit des Friedens haben sich dann einige Genies in Menschen verliebt. Und die haben dann natürlich auch Kinder gehabt. Und diese Kinder waren dann Halbgenies. Und diese Halbgenies, die sehen ja eigentlich aus fast wie Menschen. Oder sie sehen aus wie Menschen. Sie haben aber auch leichte magische Fähigkeiten. Ja, irgendwann sind dann die Wächter-Genies aber verschwunden. Und es waren nur noch die Halbgenies übrig. Und dann dadurch ist dann natürlich das Böse zurückgekehrt. Und die Halbgenies haben sich zur Aufgabe gesetzt, die verschiedenen Königreiche zu unterstützen, sodass vielleicht irgendwann mal wieder eine Zeit des Friedens herrscht. Und unsere Rolle ist jetzt die Rolle von Shantae, einer Halbgenie. Ja, und diese bewacht ein kleines Fischerdorf und da fangen wir auch an, denke ich mal. Also ich habe es bisher noch nicht gespielt, ich habe nur mal kurz reingeguckt und dann waren die Grafiken etwas komisch, deswegen musste ich ein paar Einstellungen ändern und jetzt funktioniert es hoffentlich. Also ich drücke mal Start, lege mir einen Speicherstand an. Ich mag die Musik irgendwie, ich mag das Spiel jetzt schon, obwohl ich es noch gar nicht gespielt habe. Okay. Piratenschiff. Bäm. Sie feuern eine. Oh, was? Arschlöcher. Die feuern eine Kanonenkugel auf unser Haus. Was? Nicht noch ein Piraten. Nicht noch ein weiterer Pirat. Nein, Moment. Nicht noch eine Piratenattacke. Ich warne besser Scuttletown. Okay. Ah, ja, ich schüttle meine Faust. Okay, das sieht doch wesentlich besser aus. Okay, was kann ich? Ich kann springen. Ich habe keine Musik und die schießen schon wieder auf uns. Dann, ich kann mit meinem Pferdeschwanz schlagen. Yeah, yeah, bah! Wunderbar. Ich kann kriechen, okay. Ich kann sogar rückwärts kriechen, cool. Und das war's anscheinend. Okay, das Piratische folgt uns. Warum wollen die uns angreifen hier? Ich dachte, die wollen das Dorf angreifen. Na egal, was ist das? Sieht aus wie Spinnenweben, aber nein, das sieht aus wie cool. Wie irgendwie ein Stück Stoff. Seht euch diese Grafik an. Ich finde, das ist ziemlich cool dafür, dass das ein Game Boy Color Spiel ist. Ja, schon allein vom Titelbildschirm her und jetzt schon ziemlich beeindruckend. Ist zwar jetzt nicht mit heutigen Vergleichen, wenn man allein schon den Game Boy Advance hat, sieht das natürlich nicht mehr so schick aus, aber das hat durchaus seine Reize. Okay, gut, da kann ich einfach durchlaufen. Ich will hier. Weg! Blödes Piratenschiff. Kannst du mal aufhören, auf uns zu schießen hier? Wir haben dir nichts getan. Ja, genau! Auf einmal kann es den Boden kaputt machen. Wir fallen rein, dürfen ganz vorne anfangen. Toll. Okay. Diesmal renne ich. Da ist wieder das Stück Stoff. Okay. Das hätte uns fast getroffen. Ja, komm. Ich will ja eigentlich nur durch. Mistvieh. So. Ich habe mir vergessen, wo das Ding kaputt gegangen ist. Es war irgendwo hinter so einem Zwischending. Genau, dem da, dem runden. Das, genau. Wunderbar, wunderbar. Ö. Hä? War das noch ein Stück weiter? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, dass sie. Ah, da. Aua! Okay. Habe ich da unten. Achso, ich habe da unten drei Herzen. Genau wie Link. Aus The Legend of Zelda. Gut, dann. Wow. Ah, nicht treffen lassen. Dann. Ja, das sieht so aus, als wäre da noch genug Platz für weitere Herzen. Das heißt. Hallo? Könnte ich mal aufhören? Die schöne Brücke. Okay, es wundert mich, dass dieses Stück Holz hier so stehen bleibt in der Luft, wie es ist. Wobei es nur noch, wow, am hinteren Seil gehalten wird. Eigentlich müsste das so nach vorne runterkippen, aber na egal. Was soll's. Ist halt ein Gamerspiel. So, genau, was wollte ich sagen? Es sieht so aus, da ist noch so viel Platz, als ob ich da noch weitere Herzen reinpacken könnte. Also vielleicht finde ich noch welche. Mal abwarten. Und
Vor allem kann dieser Steg mal bald zu Ende sein. Was ist das für ein Megading? Wie weit wohnst du denn draußen, Shanta, ey? Oh, wow, was? Hilfe! Renn, renn, renn! Toll, ich komme nicht mehr zurück. Du blöde Pirat, das blödes Piratenschiff hier. Ich mach dich kalt mit meinem Zopf. Ah! Okay. Gehen wir mal weiter. Komm jetzt in dieses Städtchen. Ein Palast. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und was macht das Piratenschiff? Es rammt den Palast. Nein. Es legt an. Es feuert schon wieder eine Kan. Wow. Die ist ein bisschen größer. Und da ist jemand drin? Hallo, wer seid ihr denn? Ninja-Piraten oder so? Schwarze Piraten, na toll. Und wer bist du? Du siehst irgendwie böse aus. Okay, also, du bist also hinter diesem Angriff. Risky Boots, die weibliche Piratin. Risky. In Fleisch und Blut. Tut mir leid wegen deiner Hütte, Schätzchen. Ich dachte, du wärst ein Wächtergenie. Nicht so ein kleines, mickriges Kind. Naja, wie auch immer. Ich muss jetzt Beute machen. Boah, blöde Kuh. Oh, sie hat nichts Gutes vor. Das ist sicher. Nun ja, wenn ich... was? Ach so, wenn ich meine Reputation als der Genie von Skuttletown bewahren will, dann sollte ich sie besser aufhalten. Ja, tu das mal, Shantae. Okay, unsere Stadt wird von Piraten angegriffen. Na toll. Oh, hallo. Ich wollte mit dir reden. Egal. Hallo, kann ich mit dir reden? Sag was, sag was. Nein? Ah, die Musik ist irgendwie cool. Gut, gut. Ja. Nein, ich dachte, du wärst ein Pirat. Okay. Ha. Eine Treppe? Wow, sie werfen mit Bomben. Stirb. Haha, mein Haar ist tödlich. Gut, da kann ich nicht zurück. Ich weiß nicht genau, was... Hey, ich weiß nicht genau, was Hintergrund ist und wo ich drauf stehen kann. Aber ja, ich glaube, ich muss einfach nur nach rechts und mich nicht von diesen blöden Piraten treffen lassen. Ihr habt mich schon einmal mit eurer Kanone getroffen, ihr Mistviecher. Ach so, der Palast ist im Hintergrund. Ich dachte gerade, wow, was ist das denn für ein kleiner Palast? Was ist das? Ah, eine Münze. Sieht zumindest aus wie eine Münze. Noch eine Münze. Cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da, wie viele kommen denn da raus? Aua. Du, gib mir ein Herz. Gib mir mein Herz wieder. Oh. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. So. Hey, hier kann ich campen. Ah! Ich dachte, das war's. Oh, komm schon. Ach, das kann ich zerstören. Okay, gut. Damit haben wir ein Problem weniger. Und ja, einmal treffen lassen, ich bin tot. Juhu. Fängt doch schon mal gut an. Okay, das ist ein Herz. Volle Lebensenergie. Gut. Es fängt tatsächlich gut an. Dann gucken wir mal, was wir noch so haben. Kann ich die... nicht schon wieder so ein Ding. Komm, diesmal weiß ich, aber ich kann dich sofort zerstören. Wunderbar. Noch ein kleines Herz. Gut, kann ich... Nee, die Vase kann ich nicht zerstören. Okay. Hallo? Verdammtes Piratenpack. Ich weiß noch nicht mal, wo ich genau hin muss. Ob ich jetzt oben hin muss oder unten. Noch so ein... Ja, hallo? Stirb. Und ihr kriegt mich nicht. Ihr werdet auch alle sterben hier. Hoffe ich zumindest. Hallo? Ich hoffe, so ein Ding trifft mich nicht. Das wäre, glaube ich, ziemlich blöd. Und blauer Himmel. Ich sagte blauer Himmel. Ich will keinen roten Himmel. Was ist das? Was ist da los? Es brennt. Na toll. Sie stecken hier die ganze Stadt in Brand. Was soll das? Ich wollte gerade sagen, ja, oder vielleicht kann ich das Wasser ja zerstören. Dann springt da so ein blöder Pirat raus. Aua. Nein, ich kann da nicht nach rechts. Ich wollte eigentlich auf den Baldachin springen. Mal gucken. Ja, noch ein Pirat. Den Trick kennen wir schon. Ah, was kommt jetzt? Okay, ich muss anscheinend weiter nach oben. Ja, das kennen wir schon. Da fallen wir nicht nochmal drauf rein auf euren blöden Fasstrick. Oh, da ist noch einer. Jawohl. Nein, nein. Ah, oh, was zum... Na toll. Hallo, stirb doch mal. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bam, 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 bam. Indiana Jones kann sich warm anziehen. Wir haben eine Haarpeitsche. Gut. Aber ich mach mal weiter. Diesmal töte ich dich und mich. Wow, was ist, war das? Eine große Münze. Ich glaube, die hat uns 10 gegeben, wenn ich das richtig gesehen habe. Können wir hoch. Gibt es hier auch versteckte Sachen? Welche Geheimnisse und nutzlose Items, so wie in Cave Story? Bitte. Okay. Gibt's hier auch noch irgendwas anderes? Ah, du blöder Pirat. So.
Also was mich ein bisschen nervt, ist, dass halt der Bildschirm so klein ist. Aber das liegt nun mal daran, dass der Game Boy Color so einen kleinen Bildschirm hat. Und deswegen passen da nur so und so viele Pixel rein. Das Feuer hat aufgehört. Okay, das ist cool. Das ist nicht nur so ein temporärer Effekt, sondern wenn ich zurückgehe, dann wird der Himmel auch wieder rot. Das gefällt mir. Das ist, wow. Liebe zum Detail. Das ist echt klasse. Gut. Die Augen leuchten grün. Ah. Moment, da war noch ein großes Herz. Das brauche ich aber nicht. Das spare ich mir für später auf, falls ich es noch brauchen kann. Was haben wir hier? Ein Steg wieder. Wow. Piratenschnellboot. Aua. Ja, bleib stehen. Was? Er ist verschwunden. Okay. Seltsamer Pirat. Ich hole mir das Herz jetzt. Wahrscheinlich kommt das Piratenschnellboot gleich nochmal, aber dann bin ich darauf vorbereitet. Und, jawohl, ich wusste es. So wunderbar. Ihr seid Geschichte. Schöne orientalische Musik, so passend zum Genie-Thema. Was macht denn ihr denn da? Ich trau den Braten nicht. Ihr kommt da bestimmt gleich raus. Ach nee, ihr macht. Aha, eine Sprungeinlage, die getimt werden soll. Das ist ein sehr instabiles Gebäude, wenn die hier mit so einem Ramme, mit so einer Ramme die Steine raus und rein machen können. Hallo? Springst du da mal drauf? So, und da. Und dann hier hoch. Und spring. Und hüpf. Und hüpf. Und hoch da. So. Vielleicht ist da rechts noch was, aber das ist mir jetzt egal. Ich will da hoch. Hoch. Okay. Ich bin ganz oben. Was hat uns das jetzt gebracht? Nix. Toll. Eine Kanone. Ich möchte die. Was? Du schießt auf uns, du blödes Mistvieh. Na toll, aber wenigstens kann man den gut ausweichen. La 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 la. Okay. Was haben wir hier? Okay, eine Zwischensequenz. Was? Was ist das? Sieht aus wie eine große Bombe. Ja, das ist auf jeden Fall eine Bombe. Hallo, ich möchte mich bewegen. Ja, hä? Ist klar. Die schießen hier mit Kanonenkugeln, nichts passiert und dann so eine kleine Bombe macht das Haus kaputt. Ja. Okay. Mimik. Hey, alter Mann. Bist du in Ordnung? Oh, sieh nur, was diese Tinkerbells? Okay, was diese tu nicht gute mit meiner Werkstatt gemacht haben. Ich muss sie aufhalten, bevor sie mit meiner Dampfmaschine entkommen. Dampfmaschine? Was ist eine Dampfmaschine? Ich werde es später erklären. Nein, jetzt müssen wir sie zurückkriegen. Du bleibst hier, ich werde das machen. Okay, eine Dampfmaschine haben sie also geklaut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann wollen wir die mal zurückholen, ihr blöden Piraten. Was wollt ihr überhaupt mit der Dampfmaschine und woher wisst ihr, dass sie existiert? Warum ist das hier lila? Warum bin ich. Hä? Okay. Muss ja einfach nur drauf stehen bleiben oder muss ich. Ja, okay. Ich habe mich gerade gewundert, dass das weggegangen ist, als ich da drauf gekrochen bin. Hat mich ein wenig verwundert, aber was soll's? Moment, wenn ich Start drücke, dann kommt. Ah, okay. Blaue, blinzende Schädel und komische Flugviecher. Aha. Wenn ich B drücke, dann komme ich. Dance Menu? Was zur Hölle? Okay, gehen wir mal zurück. Okay, was drückt, wenn ich Select drücke, passiert? Wenn ich Select drücke, tanzt sie. Geil. Nochmal. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Siegestanz. Oh yeah. Okay, das ist cool. Was haben wir hier? Ein Pirat und ich bin wieder rosa. Rot meine ich. Das ist meine originale Farbe.